Ich kann nicht nachvollziehen, dass man wie 1968 mit Schrottpanzern in der Gegend um den fährt und souveräne Länder eindringt. Aber mir geht es darum, dass wir in dem Strudel des Wahnsinns nicht hineingezogen werden und am Ende des Tages können wir gar nicht mehr diskutieren, wenn wir als Atomzombies in der Gegend rumrennen. Und diese Gefahr der Eigendynamik, die sehe ich. Und das muss ich sagen, danke Herr Karl Habsburg, dass Sie auf das hingewiesen haben, weil genau das ist die Gefahr. Und da hilft mir der Reißbrett nichts und gar nichts. Die Frage, wie man sie verhindern kann, und Herr Köppli, ich möchte Sie fragen, ob Sie nicht in dem, was Herr Denker sagt, schon auch einen Punkt sehen, wenn wir sagen, einen Angriffskrieg eines Staates, der über Atomwaffen verfügt, wenn wir sagen, um das Risiko auch des Einsatzes solcher Atomwaffen, auch taktischer Atomwaffen zu verhindern, irgendwie uns zurückziehen müssen, haben wir ja auch ein Problem, nicht? Kann ja auch nicht funktionieren. Also vielleicht, ja, ist natürlich eine interessante Frage. Ich glaube, der Punkt ist, das Risiko eines Atomkriegs muss ja nicht besonders groß sein, dass ich mir riesige Sorgen darüber mache. Ich meine, es ist ja auch gespenstisch genug, dass wir jetzt hier am Abend im schönen Wien eine Diskussion über Atomkriege führen. Ich denke, wir sind im falschen Film gelandet. Wir hatten vor kurzem eine Pandemie. Wir dachten, jetzt haben wir es geschafft, jetzt geht das Leben wieder los. Und plötzlich marschieren die Russen, was ich übrigens nicht gedacht hätte, habe mich getäuscht, habe mich geirrt, sind die Russen dort einmarschiert und haben ernst gemacht. Und jetzt plötzlich haben wir solche Worst-Case-Szenarien. Ich kann nicht sagen, ich glaube, da teile ich Ihre Auffassung. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass Atomwaffen eingesetzt werden, ist wirklich gering. Und Henry Kissinger hat jetzt gerade in einem Interview mit der Financial Times gesagt, falls auch taktische Nuklearwaffen eingesetzt werden durch die Russen, dann dürfe das nicht unbeantwortet bleiben. Also dann haben wir ihr Eskalationsthema. Aber, und ich glaube, das ist das, was wir als Beobachter von außen vielleicht festhalten müssen. Kriege haben die unangenehme Eigenschaft, außer Kontrolle zu geraten. Richtig. Und je mehr wir jetzt von der westlichen Seite her alles daran setzen, die Russen militärisch zu besiegen, also sie wirklich im Feld zu schlagen, sie sozusagen zu demütigen, sie zum Teufel zu jagen, sie aus der Krim herauszujagen, sie aus der Donbass-Region herauszujagen und den ganzen die Ukraine aufmunitionieren, so berechtigt das erscheinen mag aus der jeweiligen Sichtweise, wird dadurch natürlich die Eskalationsgefahr größer. Das muss man einfach sehen. Das Risiko, das sehe ich, von dem habe ich auch, mache ich mir da meine begründeten Sorgen. Was ich glaube, weniger, da bin ich vielleicht etwas weniger bei Veit Engler, ich glaube jetzt nicht, dass die Russen sozusagen nach dem zähflüssigen Verlauf, wenn man so will, und vielleicht auch problematischen Verlauf aus ihrer Sicht dieser Invasion, dass sie jetzt glauben, okay, jetzt stecken wir noch das Baltikum ein, Ungarn, und dann stehen wir wieder an der Grenze von Ostberlin. Ich glaube, selbst wenn Putin irgendwo in seinem Herz noch so postsowjetische Phantomschmerzen haben sollte, glaube ich, ist sein Hirn immer noch intakt genug, um jetzt einen derartigen Wahnsinnsplan nicht auszuhecken, zumal auch die Kapazitäten nicht da sind. Russland hat das Bruttosozialprodukt von Italien. Da muss man sehen, die haben begrenzte Ziele, begrenzte Möglichkeiten. Aber ich glaube doch, und jetzt möchte ich ein Kränzchen winden für die Neutralen. Ich glaube, die neutralen Staaten, Österreich, wenn man das pflegt, die Schweiz, die leider ihre Neutralität auch geritzt hat durch die Teilnahme an den Wirtschaftssanktionen. Ich glaube, wenn alle mit blutunterlaufenden Augen zum Krieg rüsten und sich da in den Schützengräben verbarrikadieren, dann braucht es doch irgendwo noch Länder, die da nicht mitmachen. Sie haben von der Eskalation des Wahnsinns gesprochen. Ich finde das keine so schlechte Metapher. Damit eben auf einem neutralen Ort sich diese Kriegshähne wieder begegnen können und sprechen können. Da kommt noch ein letzter Punkt, und das macht mir auch Sorgen. Wenn wir nur noch in Schwarz-Weiß schauen, wenn wir nur noch sagen, Putin ist schlimmer als Genghis Khan, Hitler, Stalin und was weiß ich, Star Wars zusammengenommen, und das ist absolut böse, und auf der anderen Seite sind die Guten, dann hast du keine Möglichkeit mehr, mit so einem überhaupt am Tisch zu sitzen. Dann musst du im Prinzip sagen, okay, also da müssen wir jetzt einen Krieg führen, bis niemand mehr steht. Und da plädiere ich wirklich aus neutraler Sicht dafür auch, möchte Österreich...
und die Schweiz. Wir könnten doch hier auch nützlich sein für die Welt, dass man die Möglichkeit bietet, aus diesem Krieg herauszukommen. Aber Herr Dengel, ich weiß, ich konnte, ich kann Sie da jetzt nicht überzeugen, aber es sind doch eigentlich so überzeugende Argumente. Nein. Schicken Sie eine Einladung nach Russland und laden Sie dann Putin nach Zürich oder also nach Wien ein? Also der Neutrale, vielleicht nur ein Satz. Dann sollte er auf diese Einladung wie reagieren? Ich finde die ganze Logik verkehrt. Man geht davon aus, dass wenn man weitere, erstens die Tatsache, dass wir alle Europäer, also wir sind alle Europäer an allerersten Stelle, eigentlich sofort bereit sind, wenn einmal unsere europäische Sicherheitsordnung tatsächlich angegriffen wird, unter anderem mit Militärmitteln, aber nicht nur, weil der russische Präsident auch einen Rohstoffkrieg gegen uns führt, dass wir sofort bereit sind, eigentlich nicht nur Zugeständnisse anzubieten, sondern eigentlich auf das, woran wir glauben, zu verzichten. Also wir sind nicht nur bereit, ein Land mit 44 Millionen aufzuopfern und einfach mal zu sagen, na ja, gut, liebe Freunde, ihr kämpft ja eh alleine eigentlich, weil sie haben auch einmal gesagt, wir sollen nicht Russland besiegen. Wer sind wir? Die ukrainischen Truppen kämpfen alleine vor Ort. Und für sie bedeutet Sieg eigentlich nicht, auf russischem Territorium zu kämpfen. Das heißt, sie wollen eigentlich die russischen Truppen von ihrem eigenen Territorium verdrängen. Das heißt Sieg aus ukrainischer Sicht. Was heißt aber Sieg aus russischer Sicht? Würde Russland eigentlich stoppen, wenn der Landeskorridor zu Krim einmal schon hergestellt worden ist, wenn die zwei Republiken Donetsk und Lugansk bis zu den Territorien, den gesamten Territorien der Regionen eigentlich erobert werden? Wird Russland dann aufhalten? Da wage ich zu behaupten, dass Russland schon mal viel größere und ambitionierte Ziele verfolgt. Aber darf ich vielleicht, über darf ich, die Ukraine ja, hinaus. Darf ich vielleicht nur einen Punkt da setzen? Ich respektiere das Argument, wenn man sagt, die Russen greifen jetzt da unsere ganze Sicherheitsordnung an oder in Deutschland haben sie gesagt, die greifen die europäische Freiheit an. Ich habe eine andere These. Ich sage, das ist ein anderer Krieg. Das ist ein Hegemonialkrieg, was auch immer, die Verteidigung aus der Sicht von Russland, ihrer Sicherheitsinteressen, was auch immer. Das haben die Amerikaner auch gemacht. Wenn sie da rechtfertige ich keine Supermacht, die Lüge auch ihre Gründe, immer finden die Lügen, um das zu rechtfertigen. Der Punkt ist einfach der, wenn man der Meinung ist, dass es wirklich um meine Sicherheit, um unsere Sicherheit, zum Beispiel der Schweiz geht, ja, da müssten wir mit der Armee dort kämpfen, da können wir nicht einfach nur Waffen schicken, da müsste man reingehen. Das finde ich dann eben nicht ganz konsequent von diesen jetzt in Deutschland Briefe unterzeichnen. Ich plädiere einfach dafür, dass wir dazu beitragen, hier aus diesem Krieg auszusteigen, weil das birgt einfach unabsehbare Risiken. Und ich glaube, wenn man das machen will, muss man bereit sein, selbstverständlich mit der russischen Seite zu sprechen, mit der ukrainischen Seite zu sprechen. Und ich habe einfach Angst, dass jetzt alle im Kriegsmodus sind. Und lustigerweise, gespenstischerweise, sogar die deutschen Grünen, die früher Bäume umarmt haben, die größten Pazifisten, bei denen habe ich das Gefühl, da wachsen schon Pickelhauben aus dem Hinterkopf und sie möchten in den Geschütztürmen der Panzer am liebsten dorthin fahren. Und diese Stimmung, das kenne ich nur aus Geschichtsbüchern, dass man sich an den Feindbildern berauscht. Das ist die Stimmung vor dem Ersten Weltkrieg. Jeder Stoß sei ein Franzos, jeder Schuss sei ein Russ. Und da sage ich noch einmal, der neutrale Staat Österreich könnte Emotionen rausnehmen. Das finde ich wichtig. Ohne die Ukraine zu verschenken, zu verheizen. Wir helfen. Ja, aber Sie bitten keine Lösung an. Das ist übrigens ein Punkt, den in unseren Diskussionen schon öfter mal jemand angesprochen hat, was Herr Köppel jetzt sagt. Wenn das tatsächlich unser Krieg ist, wenn es ein Angriff der Russischen Föderation auf den kompletten Westen, auf Europa ist und wir sagen, die Ukraine kämpft auch für uns, ich glaube, Konrad Paulismann hat das einmal gesagt in der Diskussion, dann wäre es dann doch konsequent zu sagen, aber dann kämpfen wir, dann schicken wir nicht sozusagen das Material, ja. Dann müssen wir selber kämpfen. Ja, bis zu einem gewissen Grad würde ich diese Konsequenz auch in Kauf nehmen. Aber ich glaube, was wir alle hier tun sollten vielleicht, wäre, dass wir ein bisschen weiter vorausschauen und nicht nur nach morgen und übermorgen schauen, sondern sagen, was will ich denn meinen Kindern, ich habe 3 Kinder, was will ich denen weitergeben? Was möchte ich gerne, in welcher Welt sollen die leben? Natürlich, wir reden immer davon, dass wir sagen, Russland soll ein Partner sein in der Zukunft. Natürlich, das will ich auch, das wünsche ich mir mit den Ressourcen, die es hat, überhaupt keine Frage. Aber nicht das Russland eines Herrn Putin. Ich wünsche mir natürlich ein demokratisches Russland. Ich wünsche mir ein Russland, das rechtsstaatliche Prinzipien hat, das freiheitliche Grundsätze hat. Das würde ich mir natürlich wünschen. Und
das erreichen wir mit dem gegenwärtigen Regime, das zweifellos ein illegitimes Regime ist, weil durch die ganzen Verletzungen der Menschenrechte, durch all das, was sich in Butscha stattgefunden hat, was in Mariupol stattfindet, haben sie sich ja entlegitimisiert im Grunde genommen in Moskau. Das hat auch eine Rückwirkung auf die Verhandlungen. Aber wie komme ich denn hin zu einem Russland, mit dem ich mir wirklich die Partnerschaft in der Zukunft vorstellen kann, die ungemein fruchtbar sein kann? Und was mir dabei fehlt, ist die Tatsache, dass wir die Unterstützung, die wir heute einer tatsächlich noch existieren, wenn auch in kleinen Grüppchen existierenden russischen Opposition derzeit geben sollten, um das aus Russland heraus tatsächlich irgendwie schaffen zu können. Was mir total fehlt, ist die Unterstützung eines Alexei Nawalny, eines Karamursa, die Erinnerung daran, was im Grunde genommen passiert ist mit einem Herrn Nemtsov, was dort alles passiert ist. Da müssten wir auch mit ansetzen, auch sehr stark sein und sagen, da müssen wir in Russland auch eine Hilfestellung leisten, dass es dort zu echten Änderungen kommen kann, damit wir in eine vernünftige Zukunft hereinkommen und nicht mehr diese Diskussion führen müssen, wie wir sie jetzt führen, in ein paar Jahren. Aber sehen Sie das nicht auch so? Derzeit sagen auch viele Militäranalysten und Beobachter, zu sagen, es haben sich tatsächlich die Kriegsziele geändert, glaube ich auch sehr stark unter dem Einfluss westlicher Mächte, auch der Vereinigten Staaten. Die sagen, es geht jetzt nicht nur mehr darum, der Ukraine durch Waffenlieferungen zu ermöglichen, sich sozusagen zur Wehr zu setzen, den Vormarsch der russischen Armee zu stoppen, sondern es geht darum, eigentlich Russland erstens militärisch zu besiegen und auch wirtschaftlich auf lange Sicht sozusagen aus dem Spiel zu nehmen. Es geht um einen Begriff, wo man, wenn man Diskussionssendungen anschaut, und ich habe die letzten Abende immer wieder, vor allem auch am deutschen Fernsehen, die Diskussionssendungen angeschaut, wo jeder einen Eiertanz drumherum macht. Und das ist die Frage des Regime-Change. Ja? Natürlich stelle ich mir, nein, nicht Tyrannenmord, das ist eine Sache, das muss in Russland passieren. Ein erfolgreicher Stauffenberg, ich weiß es nicht, was dort passieren muss. Aber die Tatsache, dass man unterstützt, dass es in Russland zu einer Wandlung kommt, das fehlt mir hier bei uns in diesem Gesamtkonzept, in der Diskussion. Das Argument Kampf um Hegemonie, das entscheidende Argument, ich glaube, haben Sie gesagt, nämlich die Amerikaner haben einmal gesagt, ohne die Ukraine ist Russland eine Kleinmacht, eine Regionalmacht. Eigentlich haben sie schon gesagt, Russland ist eine Regionalmacht. Eine super intelligente Formulierung, wenn man mit jemandem kooperieren will. Und die wirklichen Sieger, über die reden wir heute gar nicht, die sitzen nämlich in Peking, natürlich, in China. Dort sitzen die wahren Sieger von dem Ganzen, die brauchen die Rohstoffe. Die brauchen einfach ein Russland, das keinen hegemonialen Anspruch stellt. Und der Konflikt China und USA wird eh noch rechtzeitig kommen. So, und jetzt ist die Frage, wie können wir als Europäer, wir gemeinsam alle, unter spezieller Rolle der neutralen Länder, bin ja komplett Ihrer Meinung, der war es richtig, dass der Kanzler Nehammer nach Kiew und nach Moskau gefahren ist. Es war richtig. Es war vielleicht nicht professionell vorbereitet und es war das Ergebnis nicht berauschend, aber es war richtig. Ja? Und daher finde ich aber, diese hegemoniale Auseinandersetzung kann man ja führen. Sie wird auch kommen. Ja? Aber Sie haben es auch probiert. Es hat ja eine strategische Partnerschaft mit Russland seitens der NATO gegeben. Es hat eine Diskussion gegeben in der NATO, kann man einmal die NATO nicht als kaltes Kriegselement gegen Russland, sondern als umspannende Organisation, die Russland mit einbezieht. Russland sozusagen auch wirtschaftlich versucht, in Europa so einzubeziehen, dass es abhängig wird. Und dass man eine europäische Konstruktion hat, auch eine Sicherheits- und Wirtschaftskonstruktion, dass man überhaupt ein Player ist gegenüber China und gegenüber den USA. So muss man das ja sehen. Was wir jetzt machen ist, jetzt wird gerade Russland möglicherweise hineingedrängt in eine Abhängigkeit von China. Und in Amerika, wie immer, ja, der Joe Biden, ich gehe nicht so weit, dass er so unbegabt ist, aber zu sagen, bei einer Rede in der Nähe, in Polen oder wo, also der gehört alles weg dort. Und was ist der, das, was der gesagt hat, war eine Unterstützung also, für den Putin und sonst gar nichts. Ich finde das so eine süße Selbstüberschätzung von kleinen Ländern, wenn sie glauben, dass internationale Politik ein Stuhlkreis ist und wenn da ein Moderator sitzt, dann vertragen sich alle. Wenn das Russland, gilt ja nicht einmal im Fernsehen. Wenn Russland dann Frieden machen will, dann werden sie Frieden verhandeln, dann werden sie in Istanbul machen oder in Dubai oder in Genf oder wo immer. Aber mit den USA. Dazu brauchen sie uns nicht als Vermittler. Das ist, glaube ich, die erste Naivität. Und das Zweite ist, wir haben jetzt viel über ein mögliches Szenario geredet und das ist eine mögliche Verwendung von Atomwaffen. Taktische Atomwaffen ist ein schlechter Begriff, von kleinen Atomwaffen sozusagen regional begrenzt. Ich würde gerne mal ein anderes Szenario hier in die Runde werfen, das aus meiner Sicht genauso unwahrscheinlich ist, aber auch einmal verdient, dass es durchgedacht wird, weil das auch noch den Bogen schlägt zu unserer Neutralität. Jetzt überlegen wir uns mal aus der Sicht von Putin, was ist eines seiner größten Probleme? Eines seiner größten Probleme ist, dass der Westen laufend, die freie Welt laufend, die Ukraine nachliefert Waffen. Und zwar auch gute Waffen, die dann wirklich einen Unterschied machen. Diesen Strom zu unterbinden, ist schwierig. In der Ukraine tut er sich militärisch schwierig damit. In Polen angreifen wäre schwierig, weil dann wäre das ein NATO-Problem.
Artikel 5-Fall. Was könnte man jetzt machen? Er sieht diverse Briefe in Deutschland, heftige Diskussionen, ob er überhaupt Waffen liefern soll oder nicht. Was kann man denn machen, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen? Man könnte ein Land angreifen, das in der EU ist, aber nicht in der NATO. Das also keiner NATO-Artikel 5 ist. Und wir hauen einmal ein paar Raketen nach Wien oder nach Salzburg und schauen, wie der Westen reagiert. Aus seiner Sicht ein fast kostenfreies Experiment, weil im Notfall, das waren halt 2 oder 3 Raketen, die falsch geflogen sind. Und im besten Fall eine wirkliche Diskussion auslöst, ob wir überhaupt noch uns leisten können, dass wir die Ukraine weiter unterstützen. Ich halte das für genauso unwahrscheinlich wie den Einsatz von Atomwaffen. Aber wir sollen nicht so tun, als ob wir hier auf einer Insel der Seligen sitzen und uns nichts passieren kann und wir deswegen neutral uns im Lehnstuhl zurücklegen oder vielleicht an einen Stuhlkreis. Aber ist das einer der Gründe, warum Sie und andere Unterzeichner dieses Briefes, ich glaube, Frau Czakarowa war auch dabei, sagen, wir müssen irgendwie anders über unsere eigene Sicherheit nachdenken. Das, was Sie jetzt gesagt haben, deutet ja an, dass Sie eigentlich, und Sie haben es ja schon vorher gesagt, wir sind überhaupt nicht mehr neutral, es sind aber ja auch in diesem in dem Unterzeichnerkreis sind ja unterschiedliche Positionen vertreten. Nicht jeder von denen, die unterzeichnet haben, sagt, wir müssen zur NATO, ja. Sondern gibt es ja dann auch die, die sagen, wir müssen es wie die Schweiz machen, neutral, aber so genau. Quasi selbstverteidigungsfähig, bewaffnete Neutralität. Bei Ihnen merke ich aber doch die Tendenz jetzt raus, dass Sie sagen, eigentlich ist Neutralität Trittbrettfahrerei, wir machen es uns da irgendwie bequem. Es wäre eigentlich die richtige Entscheidung, tendenziell eher der NATO beizutreten. In so einem Fall, wenn dann Raketen auf Wien geschickt werden, dann haben wir Artikel 5 Beistandspflicht, dann passiert uns das nicht. Habe ich das richtig verstanden? Oder geht es da gar nicht so sehr um die Frage Neutralität oder NATO? Ich hätte gerne eine gewisse Ehrlichkeit und Stringenz in der Diskussion. Es gibt meines Erachtens 2 Varianten für Österreich. Das eine ist eine echte Schweizer Strategie. Das wäre dann echte Neutralität, würde einen EU-Austritt bedingen. Man könnte dann versuchen zu assoziieren, sich wie die Schweiz das macht. Und dann muss man aber bewaffnet neutral sein, glaubhaft neutral sein. Ja, die Schweiz gibt mehr als das Doppelte aus von dem, was die Österreich ausgibt, hat einsatzfähige Flugzeuge, hat einsatzfähige Panzer und so Raketenabwehr. Das ist eine Option. Es gibt eine andere Option, wo wir sagen, wir wollen den kollektiven Schutz haben. Der beste Schutz gegen einen Angriff ist, wenn viele andere uns auch beschützen. Und tatsächlich ist ja noch nie ein NATO-Land angegriffen worden. Das heißt, das ist auch eine mögliche Option. Ich glaube, diese Optionen muss man durchdenken. Wir können nur nicht so wie bisher nichts ausgeben für die Verteidigung und hoffen, es wird schon nichts passieren. Das ist, glaube ich, unheimlich. Sie meinen Widerspruch. Der Widerspruch ist, wir sind Mitglied der Europäischen Union. Wir können jederzeit beschließen, ob wir in bestimmten Fällen uns einbringen, solidarisch, wie es so schön heißt in der Formulierung. Aber genauso können alle anderen EU-Mitgliedsländer solidarisch dann mit uns sein, wenn es zu dieser Auseinandersetzung kommt. Und der zweite Punkt ist, die Raketen auf Wien, wissen Sie, was in dem Spiegelartikel, das seit gerade zum x-ten Mal zitieren, das sind alte sowjetische Raketen. Und aus der Ukraine hören wir, sie zielen auf eine Kaserne und treffen ein Wohnhaus. Absolut. Die sind am Sand. Ja, und aber das wäre wurscht. Ja, und das macht mich doppelt unrund. Ja, wenn das alles so katastrophal ist, wie sich das andeutet, wirtschaftlich, sozial, politisch und militärisch, dann liegt das in der Luft, dass sich eine untergehende Machtelite und Machtstruktur versucht zu retten, indem sie den Weg des Wahnsinns gehen. Und deswegen bin ich dafür, dieser Krieg muss so rasch wie möglich beendet werden. Wie denn? Ja. Ja, nicht indem ich sage, ich kämpfe bis zum Letzten und es muss jeder Zentimeter sofort, bevor ich mich zu Verhandlungen hinsetze, befreit werden. Aber dann wird es nie Verhandlungen geben. Lösungsvorschlag, weil natürlich sind wir normativ alle der gleichen Meinung. Wir wollen alle, dass der Krieg zu Ende geht. Aber es war doch längere Zeit so, auch in diesen Gesprächen in Istanbul, dass noch von der ukrainischen Seite gesagt wurde, sondern quasi die Linien vor dem 23. Februar, dass die Krim zurückerobert werden muss, ist völlig neu in diesem Spiel. Ja, das war irgendwie immer Teil einer möglichen Verhandlungslösung, dass es sogar so etwas wie eine internationale Anerkennung gibt, dass das Teil dieses sogenannten gesichtsfremden Pakets sein könnte. Da ist ja doch einfach ein Strategiewechsel passiert, der es jetzt, so verstehe ich den Herrn Schapp, schwerer macht. So natürlich. Es war doch die Diskussion, Jeffrey Sachs, der US-Ökonom, hat das übrigens auch gesagt, der hat gesagt, der Donbass soll autonom oder seinen eigenen Status haben, die Ukraine soll neutral sein, sie soll nicht bei der NATO sein, es muss eine garantierte Neutralität sein, da gebe ich Ihnen schon recht. Ja. Und die Krim, nein, dann führen wir den Krieg bis zum bitteren Ende, bis wir als Zombies da sitzen. Die Ukraine war von
Status ich will das neutral, wie soll denn seine als Garantien sie angegriffen ausschauen? Wurde. Wenn ja, bislang alle Garantien, die was sind denn alles für Garantien gegeben worden vom Jahr 94 bis heute? Ja. Und jede Garantie ist gebrochen worden. Aber ich kann mir diese Garantie nicht vorstellen, die auch hält. Aber, das wird, aber diese Garantiedebatte wirst du dort haben, wenn du über Neutralität diskutierst. Ja? Ja, wir haben ja unterschiedliche Vorstellungen von Neutralität. Du wirst Assoziierungen mit der Europäischen Union haben. Es wird enger zusammenrücken sein. Die werden wirtschaftlich aufgebaut werden. Die kriegen jetzt Milliarden aus Amerika und von der Europäischen Union. Das ist alles rechtens, weil dieser Krieg unrechtens ist. Da bin ich ja völlig der Meinung. Ich versuche jetzt einen Weg zu finden, wo aber bitte beide Seiten sich bewegen müssen. Wenn ich mir die heutigen Erklärungen wieder aus der Ukraine anhöre, da kein Millimeter, der sagt, das, ja, aber das vom Putin rede ich schon gar nicht mehr, weil der ist ja eigentlich, das, weil Sie gesagt haben, was hat Putin für ein Problem? Das Problem Putins ist Putin. Das ist das Problem. Servus TV on. Die Video- und Streaming-Plattform.